mal, 5 Minuten 40, wo kommst du denn jetzt her? Gibt es einen guten Grund dafür, dass du so spät bist? Bitte entschuldigen Sie, das ist mein Cousin Elias. Er ist die Woche bei mir zu Besuch und hat sich wohl auf dem Weg zum Klo verlaufen. Das ist jetzt aber schon merkwürdig. Schon sehr eigenartig. Da hast du aber nochmal Glück gehabt. Wäre ich nicht gewesen, würde ich jetzt beim Direktor im Büro sitzen. Wie heißt du eigentlich? Kannst du nicht reden? Bist du ein Außerirdischer oder was? Naja, egal. Hier, zieh das über. Krippel die Hose hoch, dann gehst du in der Menge unter. Nach Hause telefonieren. Nach Hause. Ist der Lehrer noch nicht da? Ja, nee, der ist halt gut. Ah, okay. Lass uns fortfahren. Julius, wie ich sehe, bist du jetzt auch endlich da. Und wer ist das neue Gesicht neben dir? Das ist mein Cousin Elias. Er kann allerdings kein Deutsch. So, so. Häufig immer. Komm mit, ich zeig dir Hanau. Nice. Komm, als nächstes zeige ich dir die. Mach keinen Ton. Gleich bin ich meine Fesseln los. Dann hol ich dich hier raus. Endlich. Alle sagten immer, ich sei verrückt. Mein Interesse für Außerirdische wäre abnormal. Endlich habe ich die Möglichkeit, einen Außerirdischen zu sezieren und allen zu beweisen, dass ich kein Spinner, sondern ein Visionär bin. Was für ein Glück ich doch habe. Gleich bist du frei. Verdammt, renn! Was? Wie? Du hast die Fesseln gelöst. Aha. Puh, das war knapp. Ja, keine Sorge. Ich bring dich nach Hause. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das anstellen soll. Hause? Ich glaube, ich habe eure Lösung. Und warum sollten wir ihm vertrauen? Ihr habt keine andere Wahl. Und den Biologen wollte ich schon immer was auswischen. Nun gut, und wie wollen Sie das anstellen? Transdimensional am Details. Sagen wir einfach, ich teleportiere ihn weg. Für einen Preis. Das ist kein Problem. Ich habe hier mit der neuen Sparkassen-App kann man... Was? Ja, mit der neuen Sparkassen-App kann man durch das Push-Stand-Verfahren ganz einfach Überweisungen tätigen. Also ich gebe hier meine Bankdaten ein. Und wir sind quitt. Genau. Dann hole ich mal schnell die Maschine. Da ist sie. Allerdings, ich kann dir nur die Türe zeigen. Hindurchschreiten musst du ganz alleine. Und wird ihm das wehtun? Ich weiß nicht. Was? Was einen nicht umbringt, macht einen... Irgendwie komisch, ja? Sie sind echt der abgestumpfteste Physiker, von dem ich je in meinem Leben gehört habe. Aber du hast von mir gehört. Auf Wiedersehen. Komm, es geht nach Hause. Hasta la vista, Baby. Endlich geht's nach Hause.